Seit der Silvesternacht in Köln sind die Anträge auf den kleinen Waffenschein geradezu explodiert. Was es mit diesem kleinen Waffenschein auf sich hat, wie man da rankommt und wofür er gut ist, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und den kleinen Waffenschein, den gibt es schon seit 2003. Aber so richtig explodiert ist die Nachfrage erst traurigerweise nach der Kölner Silvesternacht. Die Behörden verzeichnen eine sehr starke Nachfrage nach der Erlaubnis, diese kleinen Waffen zu führen. Und insofern wollten wir uns damit beschäftigen, was sind das für Waffen und wer kann den Waffenschein bekommen. Es geht um sogenannte SRS-Waffen. Das sind Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Diese Waffen könnt ihr nur mit euch führen, wenn ihr einen kleinen Waffenschein besitzt. Also gucken wir uns die Waffen mal genauer an. Schreckschusswaffen sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum Abschießen von Kartuschenmunition bestimmt sind. Reizstoffwaffen sind Waffen, die eben Reiz- oder Wirkstoffe verschießen können. Und Signalwaffen sind Waffen mit pyrotechnischer Munition. Wichtig ist, dass all diese Waffen ohnehin über eine Zulassung nach § 8 des Beschussgesetzes verfügen müssen. Diese Zulassung durch das Physikalisch-Technische Bundesamt tragen das Zeichen PTB in einem Kreis. Dieses Zeichen gibt es schon seit 1969. Also, es handelt sich um Schreckschusswaffen, Reizstoffwaffen und Signalwaffen. Diese Waffen dürftet ihr in euren eigenen vier Wänden haben, aber eben auch ohne den kleinen Waffenschein, aber eben nicht mit euch führen. Wenn ihr die mit euch führen wollt, also unterwegs mitnehmen wollt, dann braucht ihr einen kleinen Waffenschein. Werdet ihr ohne den kleinen Waffenschein mit diesen Waffen in der Öffentlichkeit erwischt, dann kann es erstens teuer werden oder im schlimmsten Falle drohen sogar bis zu 3 Jahre Gefängnis. Also, das ist schon tatsächlich eine relativ harte Straftat. Ebenfalls solltet ihr keine Waffen nehmen, die das PTB-Zeichen nicht haben, denn auch das wäre ein illegaler Waffenbesitz. Diese Waffen gelten dann als scharfe Schusswaffen. Wenn ihr die Waffen allerdings nur transportieren wollt, etwa nach dem Kauf nach Hause, dann braucht ihr keinen kleinen Waffenschein. Wichtig ist allerdings beim Transport zu beachten, dass Waffe und Munition unbedingt zu trennen sind in der Öffentlichkeit. Sie sollten nicht zugriffsbereit sein, also etwa nicht im Handschuhfach oder sich am Körper befinden. Beides sollte getrennt im Kofferraum liegen, wenn ihr in der Öffentlichkeit die Waffe transportiert. Empfehlenswert wäre dann ein verschlossener Behälter, jedenfalls dann, wenn ihr noch keinen kleinen Waffenschein habt. Wollt ihr die Waffe bei euch führen, dann gibt es auch einiges zu beachten. Zunächst mal müsst ihr den Personalausweis oder den Pass so zusammen mit dem kleinen Waffenschein mit euch führen. Die Polizei kann natürlich herausverlangen, dass ihr sowohl den kleinen Waffenschein als auch eure Personalien vorzeigt. Und falls nicht, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann. Das Führen selbst muss verdeckt erfolgen. Also die Waffe darf nicht aus der Kleidung herausschauen. Das kann in den Sommermonaten natürlich problematisch sein, wenn ihr leicht bekleidet seid. Wichtig ist, dass dort eben die Waffe nicht zu sehen ist. Und es ist verboten, diese Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen mit sich zu führen. Sie können Demonstrationen sein, aber auch im Kino dürft ihr die nicht mit euch führen, nicht im Theater, Discofeste, Karnevalsveranstaltungen oder auf Märkten. Der Einsatz dieser Waffen ist natürlich, das dürfte allen klar sein, nur im Notfall gerechtfertigt. Ihr müsstet schauen, liegt wirklich eine Notwehrsituation vor. Wenn ihr ansonsten damit schießt, begeht ihr eine Körperverletzung. Was Notwehr ist, haben wir in diesem Video zuletzt schon mal ausführlich erläutert. Die Voraussetzung für den Erwerb des kleinen Waffenscheins ist zunächst mal, dass ihr volljährig seid. Ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und ihr müsstet einen festen Wohnsitz haben, sowie ihr müsstet auch zuverlässig und persönlich geeignet sein, diese Waffe zu führen. Nicht zuverlässig seid ihr zum Beispiel, wenn ihr in der Vergangenheit Probleme mit Drogen hattet, wenn Verfahren gegen euch laufen oder wenn ihr vorbestraft seid. Auch Mitglieder von
Organisationen, die verfassungswidrig sind, dürft keine Waffen tragen. Was nicht erforderlich ist, ist eine gewisse Sachkunde im Umgang mit Waffen, wie bei einem echten oder großen Waffenschein. Und ihr braucht auch keine Haftpflichtversicherung. Die Erteilung des Waffenscheins, die erfolgt durch die Länder. Die haben das dann delegiert an die Behörden des Kreises oder an die kreisfreien Städte. Kosten für so einen kleinen Waffenschein liegen bei 50 Euro. Es sind also ein paar Dinge, die zu beachten sind, wenn man sich diese Waffen holen möchte, um sich im schlimmsten Falle dann selbst verteidigen zu können. Die Zahlen sprechen für sich. Es ist alles sehr sprunghaft angestiegen. Ob das eine schöne Entwicklung ist, das wage ich hier einfach mal zu bezweifeln, dass die Bürger das Gefühl haben, sie müssten sich in irgendeiner Weise selbst verteidigen. Aber naja, die Regularien sehen es vor, dass man solche Waffen mit sich führen kann, wenn man das beachtet, was ich hier gerade erläutert habe. Falls euch das Video gefallen hat und ihr ein bisschen besser zum Thema Waffe und kleiner Waffenschein aufgeklärt worden seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen rauf. Ansonsten bin ich auf eure Diskussionen gespannt, hier in den Kommentaren. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.